Hast du dich schon mal gefragt, ob du deine Kleidung, also deine Berufsbekleidung, die du während deiner Arbeit trägst, ob du die von der Steuer absetzen kannst? Wenn ja, dann bekommst du diese Antwort in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und ich glaube, diese Frage stellt sich jeder, der selbstständig ist. Kann ich eigentlich die Kleidung, die ich beruflich trage und auch brauche, kann ich die irgendwie absetzen? Idealerweise als Geschäftsausgabe, also als Betriebskosten. Und diese Frage zu beantworten ist echt schwierig. Zum Thema Berufsbekleidung gibt es echt viele Gerichtsurteile und auch unterschiedliche Meinungen. Und auch Gerichte entscheiden zum Teil ja fast gegensätzlich. Und deswegen ist es relativ schwierig, da einen klaren Überblick zu behalten. In diesem Video möchte ich dir nur so ganz grobe Leitplanken mitgeben, dass du weißt, was geht auf jeden Fall und was geht auf keinen Fall. Dass es dazwischen noch eine ganze Menge von Abweichungen gibt und Abstufungen gibt, das ist mir bewusst. Allerdings ist das auch immer eine Einzelfallentscheidung, die ich dir in dem Video zumindest nicht beantworten kann. Schauen wir uns doch zunächst erstmal die Kleidung an, die du auf jeden Fall als Berufskleidung, als Betriebsausgabe absetzen kannst. Dazu gehört erstmal Uniform. Wenn du irgendwie selbstständig bist und da Uniform brauchst mit Polizeiabzeichen, Feuerwehrabzeichen, Armeeabzeichen, also solche Sachen kannst du immer absetzen, falls du in dem Bereich überhaupt irgendwie selbstständig sein kannst. Dann gilt es aber auch für Trachten. Also wenn du Richter bist, Staatsanwalt bist, Geistlicher bist, also solche Berufsbekleidungen kannst du auch immer von der Steuer absetzen. Übrigens kannst du auch Sportkleidung absetzen, wenn du quasi von deinem Job aus Sport machen musst. Zum Beispiel als Sportlehrer oder als Fußballtrainer, der bezahlt wird, dann kannst du auch die Sportkleidung natürlich von der Steuer absetzen. Dann gibt es diese ganz klassische, ich würde mal sagen, handwerkliche Berufsbekleidung. Kellnerfrack, ein Koch, ein Bäcker oder halt Handwerk, also so ein Blaumann, den kannst du natürlich als Berufsbekleidung absetzen. Und dann gibt es manchmal auch so Uniformen, die jetzt keine offiziellen Uniformen sind, also nicht sowas wie Polizeiuniform, sondern von der Fluggesellschaft beispielsweise. Wenn dein Arbeitgeber oder dein Auftraggeber dir genau vorschreibt, was du zu tragen hast und im schlimmsten Fall sogar vorgibst, wo du es kaufen musst, dann sind das auch Ausgaben, die du ja ganz offensichtlich nur für die Arbeit anschaffen musst und dann kannst du auch die Kosten dafür von der Steuer absetzen. Sobald du diese ganz klare Berufsbekleidung allerdings verlässt und etwas anderes beruflich trägst, wird das Ganze allerdings deutlich schwieriger. Dann ist die Absetzbarkeit nicht mehr ganz so einfach. Die Finanzämter sagen nämlich, dass du Kleidung, die du grundsätzlich auch privat tragen könntest, die kannst du nicht von der Steuer absetzen. Und dabei geht es gar nicht darum, ob du die Kleidung tatsächlich auch privat trägst, sondern es geht nur darum, ob du sie auch privat tragen könntest. Das heißt, gibt es irgendjemand, der das auch privat tragen würde? Und sobald du da ja sagen würdest, kannst du diese Kosten leider nicht mehr von der Steuer absetzen. Und auch da schauen wir uns vielleicht mal ein paar Punkte an, die ganz klar nicht von der Steuer absetzbar sind. Dazu gehört, würde ich mal sagen, als erstes so die Basic-Kleidung. Das heißt, nur um Beispiel zu nennen, du hast eine Uniform oder als Arzt einen Arztkittel, dann kannst du den Arztkittel absetzen. Du wirst aber wahrscheinlich auch noch drunter ein T-Shirt tragen, Unterwäsche tragen, Socken tragen, Schuhe tragen und auch eine Hose tragen. Meistens auch eine weiße Hose. Und diese weiße Hose trägst du vielleicht auch nie privat. Es gibt aber andere Menschen, die tragen auch weiße Hosen privat. Das heißt, dann kannst du diese weiße Hose als Arzt nicht von der Steuer absetzen. Den Kittel wiederum, ganz klar ja. Kittel trägt man in der Regel nicht privat. Das heißt, diese ganze Basic-Kleidung, die du drunter trägst und so weiter, die kannst du nicht absetzen. Was du außerdem nicht absetzen kannst, ich habe eben schon die Sportlehrer gesagt, wichtig ist, dass du damit wirklich deinen Lebensunterhalt bestreitest und dass du das hauptberuflich machst. Wenn du zum Beispiel nebenberuflicher Skilehrer bist und da unglaublich teure Ausrüstung hast, aber nicht wirklich viel Einnahmen generierst, dann kannst du leider auch nicht deine ganze Skiausrüstung als Berufsbekleidung absetzen. Was du übrigens auch nicht absetzen kannst, sind sowas wie Brillen, also spezielle Arbeitsbrillen für Bildschirme. Arbeit beispielsweise, die kannst du nicht absetzen. Ein bisschen was anderes ist natürlich zum Beispiel eine Schweizer Brille, das ist was ganz anderes. Das könntest du dann wiederum schon wieder absetzen. Und eine Frage, die ich relativ häufig bekomme von unseren Mandanten, sind Fragen nach einem Bühnenoutfit. Wir haben relativ viele Kunden, die zum Beispiel Moderator sind oder Keynote-Speaker, Sänger, Musiker, also alle Leute, die irgendwie auf einer Bühne stehen und da natürlich auch ein bestimmtes Outfit brauchen. Und zum Teil auch immer das gleiche Outfit tragen und es zum Teil auch wirklich nur auf der Bühne tragen. Allerdings sind das in der Regel Outfits, die halt grundsätzlich auch privat getragen werden könnten oder von anderen Leuten auch privat getragen werden. Und das führt dann immer automatisch dazu, dass dieses Outfit nicht von der Steuer abgesetzt werden kann. Das ganze Thema ist natürlich auch so ein bisschen frustrierend
Viele Leute geben echt viel Geld für ihre Berufsbekleidung aus und können sie dann von der Steuer nicht absetzen, weil irgendjemand anderes das theoretisch auch privat tragen würde. Ja, was macht man da? Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Und zwar nehme ich diese Videos meistens in einem schwarzen Hoodie auf. Ich glaube, du wirst kein anderes Video finden, wo ich nicht diesen Pullover trage oder einen Pullover, der exakt genauso aussieht. Und da steht zwar auf der Brust so schön, The Future is Freelance, und es ist auch ein Logo da irgendwie. Das macht es aber noch nicht zu einer Betriebsausgabe. Das heißt, das reicht nicht aus. Nur weil ein Logo drauf ist, wird es noch nicht automatisch zu einer Betriebsausgabe und wird noch nicht absetzbar. Das muss wirklich sehr, sehr, sehr deutlich ein Unternehmenspullover sein. Das heißt, es muss wirklich für die Werbung sein und muss so deutlich sein, dass es auch niemand mehr privat tragen würde. Und wenn ich mal etwas zeige, was ihr sonst nie seht, ganz hinten steht relativ groß Contest. Und das ist so groß, dass dieser Pullover auch niemand mehr privat tragen würde, sondern nur noch irgendwie im Arbeitskontext. Und dadurch könnte ich diesen Pullover als Betriebsausgabe geltend machen. Du kannst übrigens, wenn deine Kleidung ganz klar Berufsbekleidung ist, die du steuerlich auch ansetzen kannst, dann kannst du nicht nur die Anschaffungskosten als Betriebsausgabe buchen, sondern zum Beispiel auch die Kosten für die regelmäßige Wäsche oder die Reinigung. Zum Abschluss dieses Videos noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, weil ich einfach merke, dass es da sehr viel Unsicherheit und Irrglaube gibt tatsächlich. Das Finanzamt ist nicht die Partei, die entscheiden kann, was richtig und was falsch ist. In Deutschland haben wir einen Rechtsstaat und es kann durchaus sein, dass du eine andere Auffassung hast, wie ein Gesetz zu interpretieren ist oder was irgendwie gesetzeskonform ist, als das Finanzamt. Und ich erkläre dir in diesem Video relativ häufig das, was das Finanzamt anerkennt und was nicht. Wenn du begründeten Anlass hast, eine andere Meinung zu haben, dann hast du zwei Parteien, dich und das Finanzamt, und ihr einigt euch nicht. Und dafür gibt es Gerichte. Ganz speziell jetzt das Finanzgericht. Und ihr könnt euch gemeinsam vorm Finanzgericht treffen und dann wird das Finanzgericht entscheiden, wer jetzt Recht hat. Und es gibt durchaus regelmäßig Fälle, wo auch der Steuerpflichtige, also selbstständige Unternehmer oder Angestellter, Recht bekommt und das Finanzamt Unrecht bekommt. Deswegen an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, nur weil das Finanzamt etwas behauptet, heißt es nicht, dass das wirklich auch zutreffen muss. Dafür sollte man natürlich auch einen Blick in vorherige Urteile schon mal schauen. Das heißt, wie haben eigentlich Finanzgerichte in der Vergangenheit entschieden, und du solltest dir persönlich natürlich auch immer die Frage stellen, wenn du jetzt 300 Euro für Berufsklamotten ausgegeben hast, dann reden wir vielleicht über eine Steuersparnis von 50 bis 100 Euro. Ist es dann wirklich wert, sich vor Gericht mit dem Finanzamt zu streiten? Darfst du selbst entscheiden, wenn es dir ums Prinzip geht, dann kannst du aber durchaus auch anderer Meinung als das Finanzamt sein und vor Gericht ziehen. Ich hoffe, dieses Video hat dir ein wenig Klarheit in das ganze Thema Berufsbekleidung gebracht. Wenn du dazu noch Fragen hast, ich weiß, es gibt da wahnsinnig viele Einzelfälle, dann schreib deinen Fall doch einfach mal unten in die Kommentare und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du dir jetzt aber denkst, Kommentarbereich ist zwar das eine, ich hätte gern für den Alltag irgendwie so einen Steuerberater, der mich regelmäßig auf solche Dinge aufmerksam macht oder mir Tipps gibt, dann sind wir vielleicht genau der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und ich verlinke dir alle Infos zu unserem Angebot einmal hier. Melde dich aber auch unbedingt in unserer Online-Community an. Das ist speziell eine Steuer-Online-Community für Freiberufler und Selbstständige. Wie du dich anmelden kannst, erfährst du in diesem Video oder schau dir einfach eins unserer weiteren Videos an, zum Beispiel das hier. Zum Beispiel auch die Kosten fürs Waschen oder für eine Reinigung. Mann, das ist doch nicht so schwer.